Wir sehen hier eine wunderbare Hausrekonstruktion von Karol Schauer, einem großartigen Maler für prähistorische Rekonstruktionen, der vor allem immer sehr genau und detailliert arbeitet und am Befund arbeitet, beraten durch Archäologen, aber auch mit einem großen Engagement von künstlerischer Seite. Wie also kommen wir zu so einem Haus, wo ja alles ganz detailliert zu sein scheint und wo der Eindruck entsteht, wir wissen ganz viel? Tatsächlich ist die Datenausgangslage erst einmal eine ganz bescheidene. Wir finden in Mitteleuropa in den allerseltensten Fällen, wie in Pompeji, aufgehende Holzreste oder vielleicht sogar einen Boden. Wir haben von der ganzen Linea Bandkeramik, also der Zeit 5500 vor Christus bis 5000 vor Christus, also 500 Jahren, keinen einzigen Hausfußboden. Wir haben nur Pfostenlöcher. Pfostenlöcher bedeutet, wir haben eingegrabene Pfosten, die das Haus oder den Boden tragen, die eine Verfärbung erzeugen und mehr haben wir nicht. Dann haben wir einen Scherbenschleier, Reste von Gruben, Lehmgruben, also ganz, ganz wenige Reste. Wie kommen wir nun zu einer solchen Rekonstruktion? Zum einen vermessen wir sehr sorgfältig die Tiefen und Formen der Pfostenlöcher, um über die Form und Tiefe der Pfosten Rückschlüsse auf die Statik des Hauses zu ziehen. Zum anderen vergleichen wir natürlich diese Grundrisse mit ethnografischen Parallelen von Langhäusern, die es noch gibt. Und zum anderen haben wir natürlich in südlicheren Gegenden oder mit Holzerhaltungen, Mooren aus späterer Zeit, Überlieferungen, die uns Rekonstruktionen ermöglichen. Und zahlreiche Funde und Farben auf diesem Bild haben wir tatsächlich natürlich im Befund. Dieses Haus selbst in der Rekonstruktion ist insofern besonders, als dass Sie sehen, dass es vorne abgehoben ist. Es hat so einen abgehobenen Balkon, es steht sozusagen auf Stelzen, als wäre es in Venedig. Wie kommt die Archäologie dazu? Die meisten Archäologen haben das über lange Zeit nicht so gesehen. Die haben die Häuser immer flach rekonstruiert. Wir hatten hier ein Problem, weil die Häuser bei uns häufig am Hang stehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Haus am Hang steht, dann wird es ganz schwer, dass man in einem schiefen Haus lebt. Aber wenn man den Fußboden flach machen wollte, dann müsste man so viel Lehm einbringen, dass das praktisch mehr Aufwand wäre, als das Haus zu bauen. Und der Zeichner kam auf die Idee, und wir haben das dann auch nochmal geprüft, und ein Kollege hat dann eine Arbeit darüber geschrieben, dass es doch sehr wahrscheinlich wäre, dass in der Schräge die Häuser gleichsam auf Stelzen stehen, am Hang hinten liegen und am Ende des Hanges sozusagen in der Luft stehen. Das hat den Vorteil, dass man darunter Schweine halten kann und dass man sozusagen vom Boden isoliert und entfernt ist. Man hat in der Bandkeramik, weil man ja der Erstbesiedler ist, auch riesige Stämme. Man kann große Eichen fällen aus den Holzkohlen. In den Pfostenlöchern wissen wir häufig, welche Bäume das sind. Aber wenn man die Eichen fällt und wenn man genug Holz hat, dann kann man auch praktisch einen Wald aus Pfosten errichten und man kann statisch äußerst anspruchsvolle Häuser errichten. Wie fit die waren, wie gute Handwerker die bandkeramischen Leute waren, das wissen wir aus den hölzernen Brunnen, die ein paar Metern Tiefe im Grundwasser erhalten sind. Dort haben wir Verschragungen, Verplattungen, perfekte Holzbearbeitung. Wie gut sie verzieren konnten und wie sie gearbeitet haben mit Verzierungen, wie hier bei dieser Brandverzierung an den Firstpfosten, das wissen wir beispielsweise von einem kleinen Fund in Dresden. Dort ist, wir nennen es Schlange, so ein Holzstück, das aussieht wie eine Schlange, ist mit Brandmustern verziert, ähnlich wie wir das hier gemacht haben. Die Farben selbst, die kommen natürlich daher, dass wir Töpfe gefunden haben, in denen zum Beispiel Ockerhämatit erhalten ist. Die ganzen Muscheln, mit denen wir hier Gürtelschließen rekonstruieren, die Knochenpfrieme, all das haben wir natürlich gefunden. Die Verzierungen, diese Rauten und Ähnliches, findet sich auch Keramik. Wir gehen hier davon aus, dass Formen und Verzierungen auf Keramik auch wieder auf Häusern und Ähnlichem auftauchen würden. Und wenn wir uns nun vorstellen, wie hat man in seinem Haus gelebt? Archäologen dachten in Ableitung, man geht immer von uns aus, da leben sozusagen 5 bis 10 Leute. Das halten wir für sehr unwahrscheinlich, verglichen mit anderen Langhäusern, etwa bei den Irokesen oder in Südostasien, gehen wir davon aus, dass 30 bis 50 Leute in so einem Langhaus leben. Und nun haben wir genetisch
die Leute verglichen, die um so ein Langhaus bestattet sind in Halberstadt. Und wir stellen fest, es sind nicht Familien, es ist eher lineageartig, vielleicht Totemgemeinschaften oder Ähnliches. Die Familien scheinen verteilt zu sein. Das Familienkonzept scheint in der Bandkeramik noch keine entscheidende Rolle gespielt zu haben. Sie sehen also, wenn Sie so eine Rekonstruktion im Museum sehen, dann ist Fantasie dabei, aber alles, was wir an Daten gewinnen können, verschmelzen wir in so einem Bild, um Ihnen eine Rekonstruktion zu liefern, die die größtmögliche Wahrscheinlichkeit bietet.